Hallo, ich bin's wieder, euer Tute, zu einem neuen Video. Wir spielen Emergency Wuppertal mit einem neuen Update mit vielen neuen Funktionen. Und die werden wir gemeinsam mit dem Heiko heute mal begutachten. Und wenn der mal auf Start drückt, dann beginnt der ganze Spaß hier auch schon. Ja, hallo. Wunderbar. Ja. Okay, wie wollen wir uns die Fahrzeuge irgendwie aufteilen? Das ist eine gute Frage. Okay, oder wollen wir gerade direkt jetzt läuft's wieder. Notruf, Gebäudebrand. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Unbekannt. Es Verkehrsunfall. Ich würde sagen, du machst einfach den Gebäudebrand komplett und den Verkehrsunfall komplett. Okay, das war eine Möglichkeit. Sie alle dass wir uns bei die Einsätze aufteilen. Die nur. Aber sei ja langweilig. Nee, das machen wir nicht. Na gut, ich mach 1 und 3 und du machst 2 und 4. Okay. Wir müssen uns ja absprechen. Das ist ja langweilig. Wir können mit Zügen arbeiten. Wer macht Gebäudebrand? Den machst du mit Feuerwehr, ich mach Verkehrsunfall. Okay, dann kommt hier einmal ein Halef. Es gibt viele neue Sachen, von denen weiß ich noch gar nicht so viel. Heiko wird das erklären müssen. Zum Beispiel die Drehleiter ist neu und die braucht jetzt auch Wasseranschluss. So, schick mal bitte zum Gebäudebahn das neue HLF 1. Das ist das zweite Fahrzeug für oben aktuell. Das habe ich schon zu meinem Einsatz geschickt. Sorry. Okay. Nee, ist noch da. Ich habe es doch gerade losgeschickt. Ja, aber die verschwinden aus der Liste. Und jetzt für mich ist jetzt das zweite Fahrzeug von oben das neue. Ah, das war zum Verkehrsunfall. Bei einem Brandausbruch ja. Nee, nicht von zum Verkehrsunfall, zum großen Rüsten Gebäudebrand. Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Du hättest ja auch eigentlich ehrlich gesagt mal den Spaß machen können und beim Gebäudebrand einfach einen kompletten Löschzug alarmieren können. Was gibt's? Ja, beim nächsten Großeinsatz. Bin dabei. Guckt euch das an, wie cool das aussieht. Wir haben übrigens jetzt auch einen Zivilstreifenwagen, ne? Wir gehen in Steuerung, Druck macht Screenshots, gell? Genau. Okay, die sind ausgestiegen. Jetzt muss ich den Gruppenführer suchen. Was gibt's? Und der kann jetzt ja sagen, wir wollen einmal an den. Daran. Zu Befehl. Was gibt's? Zu Befehl. Höre. Was gibt's? Erwarte Befehle. Das blicke ich jetzt nicht. Wie kann ich jetzt die Drehleiter ans Wasser Befehle anschließen? Erwarte Befehle. Was gibt's? Was gibt's? Heiko? Heiko? Okay. Heiko? Heiko ist nicht mehr da. Moment, jetzt muss denn der Heiko? Es tut mir leid, ich habe mich komplett gemutet beim Screenshot machen. Das ist richtig peinlich. Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob du jetzt AFK bist. Nein. Ich habe nämlich eine Frage und sage, wie kann ich die Drehleiter an die Wasserversorgung anschließen? Die Drehleiter an die Wasserversorgung. Und zwar, du wählst dir einen Mann aus, nimmst das Schlauchsymbol und drückst dann einmal auf, auf ein Fahrzeug. Du darfst die Drehleiter nicht an den Hydranten anschließen. Das ist ein fataler Fehler. Den braucht eine Pumpe. Heißt, du musst ein HLF oder sowas anschließen. Und dein anderes HLF hat kein Wasser mehr. Kein Problem. Warte mal, ich schließe jetzt erstmal mein. Der nimmt jetzt einen Schlauch. Und das kann jetzt ans. Ja. Jetzt soll er einsteigen bei der Drehleiter. Nein, nicht einsteigen, sondern du fliegst mit Restlicht aufs HLF dann. Ah, ist okay. Arbeit. So, ich bräuchte mal ein paar RTVs beim Verkehrsunfall. Und ich brauche mal kurz Wasser. Insgesamt 4 Stück. Dass dein Polizeiauto brennt. Deine Polizisten stehen zu nah am Feuer. Wird erledigt. Oh mein Gott. Das ist das Dümmste, was überhaupt passieren kann, Alter. Ja. Das Ding war, ich hatte schon mal mit ein paar anderen Freunden zusammen einen Satz, ne? Das war ein Gebäudebrand. Der ist so eskaliert, dass am Ende alle Rettungskräfte abgefackelt sind. Höre. Ich schick mal einen RW zu dir, ne? Ist dann hol ich schon mal die Person aus dem Gebäude raus. Das ist ja durchaus nicht schlecht. Warte mal, jetzt hat er hier angeschlossen und er kann das ja verbinden. Zu Befehl. Soll ich dir auch einen TLF schicken, um das Polizeiauto zu löschen, oder willst du selber machen? Das mache ich selber. Okay, dann hol ich ihn noch. Kein Problem. So. Aber ich wollte trotzdem gerne RTWs jetzt. Ja, Moment. Ich will erstmal dein Auto löschen. Was gibt's? So, und jetzt kommen auch die neuen Aftlepper zum Einsatz. Ach, das ist der Verkehrsunfall da oben, ja. Wie viel brauchst du? 4, oder? Ja, 4 Abschlepper. Nicht 4 Abschlepper, sondern 4 Rettungswagen brauche ich. Und einen Notarzt, bitte. Zu Befehl. Einmal den. Ach, das. Jawohl. Ach, der verschwindet direkt dann, da kann ich gleich in den nächsten auswählen, oder?
Okay. Doch, eigentlich schon. Warte, was meinst du jetzt? Was ist? Doch, krass. Wenn ich den auswähle, dann fährt er dahin und dann verschwindet er aus der Liste komplett raus. Das ist praktisch. Ja. So hast du immer nur die, die du auch in der Basis hast, dazu nehmen. Und du kannst jetzt auch Fahrzeuge von unterwegs wieder alarmieren, ja, über die Liste. Die werden ja im blau umrandet in der Liste angezeigt, ne, wenn die schon rausgeschickt sind und auf Rückfahrt sind. Mhm. Bin dabei. Wir haben zu viele Opfer verloren. Der Einsatz ist gescheitert. Ein Polizeiauto ist jetzt in Luft aufgelöst. Ja, das ist. Warte, wo sind meine Personen? Also, ich stehe noch, ey. Ich habe den Streifenwagen geschickt. Ich könnte wetten, dass wir ein kleines Problem haben. Verstanden. Weißt du warum? Wieso? Weil ich das Fahrzeug auch nicht mehr in der Liste habe. Wahrscheinlich hätte es das aufgelöst mit dem Brand. Bin bereit. Kein Problem. Guck mal nach den Terroristen erst. Nee, das ist eine andere. Und dann schick mal dein eines Fahrzeug weg. Nee. Dein Feuerwehrauto. Was denn mit? Dein Feuerwehrauto kann da mal weg. Ja. Du hast die Abwehr genau dahingestellt, wo ich parken wollte. Ja, ich hab's da einfach so eingeschickt, dass die. Genau, die Fahrzeuge sind so, ich wollte wissen, wenn wir am Streifen waren. Was gibt's? In Ordnung. Was geht's? Sofort. Ja? Okay. Aber wie bekomme ich jetzt die Waffe, das Fahrzeug wieder, ey? Ich versteh's nicht. Bin bereit. Alles klar. Seltsam. Ah ja, aber wird wahrscheinlich das Problem sein. Was gibt's? Alles klar. So. Aber es rückt nicht auch von selber ab und das ist ganz ziemlich gut, finde ich. Gelöst. So. Gut, das wäre erledigt, der Verkehrsunfall. Scheiße, ich habe eine Personenfahndung, was zum Henker. Sag ich doch die ganze Zeit, kümmere dich mal darum. Ja, so, einmal du bitte hier hin. Es macht einfach Spaß. Ich brauche das SEK. Und ich brauche den MTW. Nee, das weiß ich warum. Ich brauche den MTW da oben rüber. Wird erledigt. Du hast einen Abschlepper. Nee, das stimmt. Ja, kein Fall. Abschlepper mal dahin. Übrigens, dieses blaue Symbol da bei dem einen Rettungsdienst, er braucht einen Notarzt. Bin bereit. Was geht's? Beim Verkehrsunfall, siehst du es? Ja, dann schicke ich den da mal hin. Dann musst du aber deinen Sanitäter wegschicken. Alles klar. Erwarte Befehle. Kein Problem. Höre. Bin dabei. Komm ich jetzt so ran? Bin bereit. Ist in Arbeit. Nicht, ne? Guck mal, wie findest du eigentlich nur einen Abschlepper? Schon schick. Erwarte Befehle. Bin bereit. Sieht schon nice aus, ne? Wird gemacht. Der fährt gerade nur im Auto rein. Das ist nicht so schick. Ich geh mal auf die Seite. Was? Nein, halt, ich hab gerade dein. Was denn? Höre. Kein Problem. Höre. Bin dabei. Unfall, machen wir mal Vollsperrung. Das fällt dir früh auf. Alles fast fertig und das fängst du an, hier Vollsperrung zu machen. Kannst aber gleich eine Spur wieder freigeben, dann parke ich hier mal um. Verstanden. Höre. Jawohl, bin bereit. Okay. Nein! Gib mal eine Spur wieder frei. Gut, okay. Panne? Ich hab außerdem auf Patrouille starten geklickt. Achtung! Wir müssen so schnell wie möglich alle Unfallopfer retten und notärztlich versorgen. Sie können sonst an ihren Verletzungen sterben. Sonst habe ich wieder ein Problem, wenn ich die nicht ganz loslegen lasse. Erwarte Befehle. So, dann. Dort einmal dran. Und da einmal hin. Okay. Bin bereit. Da einmal hin. Der kackt gleich ab hier, das ist nicht so gut. Nee. Höre. Da einmal hin. Ich habe ein RTW zu viel. Höre. Ja, wir haben aber es waren doch vier Opfer. Wo sich die mutmaßlichen Terroristen verstecken könnten, erhalten. Wir sollten jedoch noch weitere Personen befragen, um sicherzugehen, dass wir die richtige Wohnung stürmen. Bin bereit. Was geht's? Kein Problem. Hä? So. Was denn? Notarzt. Manche Leute machen nicht, was sie machen sollen. Machen sie auch nicht, die laufen das meistens von selbst los. Nach einer Zeit. Ich hab's eben gerade gesagt. Genau, nehmen den mit. So, und jetzt. Ja.
Irgendwo erwartet muss jetzt gerade dein Ärzte-Team rumlaufen. Mit einem Patienten auf der Trage. Guck mal auf der Map. Oder du hast es. Hast du, kann sein, dass du die Person nicht ausgeschnitten hast aus dem Auto? Doch, alle rausgeschnitten. 3 von 3 rausgeschnitten. Ja, aber da muss ja noch irgendwo dann der Patient sein. Aber der einen hast du auf der Trage. Und einer liegt da noch. Genau, ich hatte aber 4 RTWs geschickt. Jetzt habe ich noch 3 da. Schon weg. Genau, aber... Ja, so. Hast du vielleicht jetzt einen aus den Patienten eingeladen? Nee. Was gibt's? Hast du einen, zwei... wir gucken gleich mal, wenn alle weg sind gleich. Hä? Was ist das an? Notfallsanitäter ASB, der gehört zu dem Auto. Erwarte Befehle. Berufsfeuerwehr. Was Berufsfeuerwehr. Gibt's? Erwarte Befehle. Geblieben. Einer lag davor. Einer im Auto, der andere in dem Auto und der andere ist in dem Auto. Wird sie bestimmt gleich stehen irgendwie. Was gibt's? Will ich gleich zeigen. So, letzte Person wird befragt. Läuft der SK los. Jetzt habe ich hier einen blauen Kreis, den kann ich hier setzen. So einen blauen Hinstehl. Was ist das? Das ist Parkplatz. Ah, oh, Person haben geschlagen, geil. Wieso ist der blau? Jawohl. Und für wen wenn ist du, wenn du den platzierst, dann fahren die Fahrzeuge, wenn du auf HQ drückst, dahin. Wenn ich auf HQ drücke? Ja, beim Fahrzeug. Aber ich will. Nein, ich habe gesagt, RTW, sammel die Person auf. Und dann eine kam Person dieses. Ist zusammengebrochen. Ja, dann muss einfach links klicken, als er weg. Der stand gerade vor dem, hat den so komisch angemacht. Das ist halt. Nicht so. Umgefallen. Sofort. Brauche ich da Notarzt? Weg. Bei medizinischem Notfall? Ja, okay. Nicht unbedingt. Könnt aber gleich am mitnehmen. Steht aber dran. Ja, aber du brauchst nicht unbedingt immer Notarzt. Das steht beim meisten dran. Aber es wird auch eventuell Rettungssanitäter reichen. Ich habe einen übrig, dann schicke ich ihn halt hin. So, jetzt habe ich immer noch. Das war gerade der dritte abtransportiert. Neuen Notarzt, ne? Den hast du noch gar nicht rausgeschickt. Echt? Das Notarztfahrzeug Schwelm. Nee, das stimmt. Hä, warte, jetzt parkt der hier. Ich schicke dir auch mal vor die Basis. Ein geiles neues Polizeiauto. Jetzt parkt er da, wo ich den blauen Marker gesetzt habe, aber der ist nicht mehr auswählbar. Bin bereit. Guck mal jetzt vor die Basis gleich, wenn du mal Zeit hast. Ich guck mal vor die Basis. Okay. Ja. Nice Fahrzeug, oder? Oh. Was kann der so? SEK-Roboter. Oha. Aber ich habe ein Problem. Und zwar steht jetzt der. Ich habe gesagt, RTW sammelt die Person ein. Und dann haben wir dieser blaue Positionierungskasten. Den habe ich mal rechtsklick hingesetzt, aus Versehen. Und jetzt steht er genau da, nachdem er den eingeladen hat und ich kann ihn nicht mehr bewegen. Ist der RTW hier fest. Das Ding ist, weil. Genau deswegen, weil das HQ für den jetzt ist. Die blaue Markierung. Wenn ich den jetzt nochmal losschicke, dann ist der wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das hier aufhebt. Kann man das HQ wieder zurücksetzen? Versuch doch einfach mal, wenn du auf das P unten klickst bei dem Dings, beim RTW. Also du schickst den RTW nochmal raus. Jetzt funktioniert's. So. Ah, okay. Danke. Der MTW kommt. So, aber jetzt habe ich immer noch einen. Hä? Jetzt sind schon 13 abtransportiert, nur einer. Hä? Einer fehlt jetzt noch. Oder zählt der abtransportierte als abtransportiert, weil der ja quasi gerade im HQ war. Ja. Wird erledigt. Mal gucken. Schick mal deinen letzten RTW da auch noch mal weg. Vielleicht ist da noch jemand drin, der angezeigt wird. Also ganz bugfrei ist das Spiel ja noch nicht. Das Spiel an sich schon, bloß der Mod halt noch nicht, ne? Ja, meine ich ja. Ja, der Mod. Das Spiel an sich ist wirklich nicht für sie. Aber ist auch die erste Version 092. Also. Alter, der Resi ist noch schon mal ein gutes Zeichen. 004 oder 005. Was? Der Resi ist ja noch in der 004 oder 5 oder sowas. Irgendwie so in die Richtung, ja. Soll ich mal ein Event starten? Ich würde sagen, mach mal im nächsten Video. Wir machen jetzt noch kurz die beiden Einsätze hier fertig. Okay.
Was soll das jetzt? Mal ausprobieren, ob das funktioniert. Gut, dann nehmen wir den einen jetzt gleich. Ich kann ja keine Pause machen, ne? Achtung, Notfallmeldung. Fahrzeugbrand, geil. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Alles klar. Der Fahrer befindet sich verletzt im Inneren des Fahrzeugs. Erwarte Befehle. Verstanden. Löschen Sie alle Brände, retten Sie den Fahrer, versorgen Sie ihn. Was ich auch nicht verstehe, ich habe den gerade behandelt, der war fertig behandelt, war komplett grüner Balken. Dann schicke ich gerade den Sani wieder weg und will die Trage holen. Auf einmal ist er wieder so ein Stück weit nicht behandelt. Ja, verstehe auch nicht. Was gibt's? Verstanden. Und ich würde sagen, jetzt ist die Folge zu Ende. Wir werden jetzt noch eine Folge aufnehmen, weil es so Spaß macht. Nachher noch einen kleinen Stream starten. Wenn ihr das Video seht, ist der Stream schon lange wieder vorbei. Könnt ihr die Wiederholung aber gerne anschauen. Ja. Genau, das mache ich dann weg, weil das soll ja nicht parken. Nur kurz zwischendurch schickst du mir RTW und NR zum Fahrzeugbrand. Das mache ich. Und während ich das mache, sage ich schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Teil. Moment. So. 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 Sofort. Wiedersehen.